Hat sie jemand gesehen? Ist schon was her. Ach ja. Hoffentlich geht's ihr gut. Was ist nur auf dem verdammten Kahn los? Ich hab echt das Gefühl, dass da irgendwas, was Böses, etwas wirklich Böses am Werk ist. Gehen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Alex war nicht der Einzige, Alex. Wovon redest du da? Da liefen so Dinger herum mit seinem Gesicht. Mit Alex' Gesicht. Es war so furchtbar. Julia, ich würde doch nie... Das weißt du doch. Ja, ich weiß, aber... Das kann doch alles nicht wahr sein. Eins davon vielleicht. Aber doch nicht der ganze Scheiß. Das kann kein Zufall sein. Sorry, ich muss ganz kurz. Okay. Schlechtes Teil, wenn ich weiß. Ich hab's dir vergessen. Upsi. Hier muss doch irgendwas vor sich gehen. Was wissen wir denn jetzt sicher? Was ist real? Bin ich verrückt oder sind wir auf einem Geisterschiff? Als ob es die gibt und wir sind ausgerechnet auf einem und der Himmel hilf uns, wir sind total am Arsch. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe vorhin einen Brief gefunden. Da stand, die Wachen hatten Angst vor Geistern. In einer Notiz stand, dass viele GIs sich vom Wachdienst drücken wollten, weil sie Schiss vor irgendwas hatten. Was denkt ihr, ist wirklich auf dem Schiff passiert? Kein Plan, Mann. Die Zeitung war von 1947. Im Logbuch stand etwas über einen Sturm. Sind wohl da reingeraten. Das ganze Schiff ist seltsam. Dreckig, stinkend, seltsam. Und ich hasse es. Dieser Ort ruft einfach total schlechte Gefühle hervor. Weiß jemand, was mit der Besatzung ist? Sind die mit einem Rettungsboot abgehauen? Das hier ist mehr ein Mausoleum als ein Schiff. Woher stammen die ganzen Leichen? Es sieht so aus, als könnte man echt vor Angst sterben. Denn ich glaube, genau das ist den Männern hier passiert. Wir wissen mehr als vorher. Wenigstens etwas. Es wird echt Zeit für einen Plan, Leute. Einen guten Plan. Die Duke of Milan. Das ist im Moment wohl unser einziger Ausweg. Fliss sagte, wir brauchen die Verteilerkappe. Moment! Hier muss doch ein Funkgerät sein. Das könnten wir benutzen. Oh. Ja klar, sofern es noch funktioniert. Mal sehen, wie wir darauf kommen. Scheiße. Okay, ich bin Julia. So, dann gucken wir erstmal rum. Nee, hier ist nichts, okay. Ja, geht durch. Wir müssen von diesem Schiff weg. Kein Witz. Ich glaube, wir sind komplett am Arsch. Nee, mit Brad kann ich da nicht. Da ist was, da ist was. Oh, let's go. Jude. Ist was zum Lesen oder zum Angucken? Angucken, wenn du weggehen würdest. Oh. Hört sich verrückt an, aber haben die das Flugzeug abgeschossen, zu dem wir getaucht sind? Flakgeschosse. Lass mich das auch nochmal angucken. Sieht sehr interessant aus. Oh mein Gott. Ich sehe einen Mauscursor davor. Das Ding hier. Ah, I love it. Ich habe den großen Mauscursor gesehen. Das Flak geschoss nur so zur Hälfte. Wow. Ich laufe hier gerade viel besoffen. Ja, wir sind ja auch immer noch auf dem Schiff. Ja, beweg dich. Das aber mit Absicht. Brauchst du gar nicht. Aber es ist lustiger. Was ist so? Dead ass, though. Was ist das? Ein Boot. Die sind im Arsch. Vollkommen nutzlos. Ja, mit Löchern. Ja. Interessant. Aber zu rostig. Die Jahre, die das hier schon rumliegt und nass. Kein Wunder, dass es wegrostet.
True. Geht's darauf? Noch nicht. Bin dabei. Wir sind... Okay, da kann man hochklettern. Ah, aber stopp. Ich will hier nicht weiter rumgucken. Geht schon. Okay, hier gibt's nichts. Doch. Ja? Hm. Oh mein Gott! Verdammte Scheiße! Ein Zettel zum Lesen. Von außen sieht das viel lustiger aus. Weil du, die Bewegungen sind halt wirklich langsam. Anweisung für Gasmasken. Stellen Sie sicher, dass Ihre Maske korrekt sitzt, bevor Sie anderen helfen, im Fall eines Gasaustritts oder Gasalarms. Erstens, geraten Sie nicht in Panik. Bleiben Sie ruhig und rufen Sie laut und deutlich Gas, Gas, Gas! Um weitere Personen in Ihrem Umfeld zu warnen, halten Sie den Atem an. Zweitens, platzieren Sie die Gasmaskentasche unter Ihrem linken Arm. Ziehen Sie dann Schulterriemen über Ihre rechte Schulter und haken Sie ihn in die Tasche ein. Schließen Sie den Gürtel um Ihre Taille. Drittens, entfernen Sie Ihren Okay, das ist echt nur eine Anweisung. Je eher wir hier wegkommen, desto besser. Ich finde es übrigens lustig, dass man mit der Taschenlampe, wenn man mit der Maus die Taschenlampe steuern kann. Ja. Also, ja. Ja, lass mich das auch kurz anschauen. Ja, wir sehen uns. Tschüss. Ja, warte. Ja, ich gehe da noch nicht hoch, keine Sorge. Wo bist du? Ich bin gerade woanders lang gelaufen. Also noch indirekt nochmal zurück, aber hier ist nichts. Okay. Die PC-Steuerung ist schon manchmal ein bisschen sehr, sehr belastend. Ja. Ladies first. Mann voran. Nee. Hey! Hilf mir mal bitte hier! Ich glaube, da geht's nach oben. Wow! No shit, Sherlock! No shit, Sherlock! Das Ding ist halt wirklich, das könnte so gut mein Kommentar gewesen sein. Ich zieh dich hoch. Oh nein. Oh. Gott sei Dank. Kurz Angst gekriegt. No shit, Sherlock, da geht's hoch. Digga. Aber kein Kommentar, ja? Mr. Obvious. Ich glaub, da geht's nicht lang. Komm, lass die Frau noch erst. Die Männer verstecken sich doch eh meistens hinter den Rücken der Frau. Was? Wow, oh, du kannst einfach vorbeigehen? Ah, verdammt. Hier geht's noch weiter. Ich wollte dich gerade so dramatisch anschauen. What? Das haben sie interessant gemacht. Wo ist Brad? Der ist wahrscheinlich noch unten. Warte mal. Ich schau mal kurz nach ihm. Willst du nicht zu mir kommen? Alex? Alex? Die Musik. Alex? Ich komme. Hi. Brauch nur ein bisschen frische Luft. Oh nein. Oh, fuck it.
Ich will nicht mehr. Nein. Nein. Wait. Ich kann hier reingucken. Ja, ja. Jetzt guck du ruhig als erstes. Ich wollte nur dein... Hier drüben. Oh, verdammt. Hier kommen wir durch. Scheiße. Na super. Ja, wir hätten vielleicht doch weiter gucken sollen. Nein. Alex, du bist ganz schön stark. Danke. Warst du hier schon drin? Nein, wie denn auch? Also ich meine in dem Raum hier. Nein, wie denn auch? Hier ist was zu lesen. Ja, ich lese schon. Alles gut, ich mach das schon. Sehr gut, dass wir uns verstehen. Das Logbuch. Hier steht, ein schwerer Sturm hat sie erwischt. Letzter Eintrag. Okay, ich geh nicht weiter. Morgen. Seegang nimmt Welle bis zu 6 Meter Höhe. Keine Schäden gemeldet. Nachmittag. Wetter verschlechtert sich weiter. Wettervorhersage ebenfalls. Sikwo hält sich gut. Morgen. Wind erreicht Sturmstärke. Weiterhin zunehmend. Außergewöhnliches Wetter. Mehrere Blitzschläge in OM. Keine Ahnung, was das heißt. Jedoch ohne größere Schäden. Schiff nimmt etwas Wasser. Doch die Lage ist unter Kontrolle. Navigator DET, Wassertiefe als inschätzbar. Was? Okay. Warum ist der Kurs aktualisiert? Okay. Betriebslogbuch der SS Orge. Morgensee beruhigt. Mittag dichter Nebel. Nachmittag stärkerer Seegang. 37 sehr dichter Nebel. Mitternacht bis Nachmittag weiteren. Okay. Oder hast du was aufgenommen? Nö, ich stehe wortwörtlich hinter dir. Okay, warum hat sich mein Kurs jetzt... warum hat der Kurs sich... Da will ich noch nicht rangucken. Ich will wegen dem, was du gelesen hast. Ja. Okay, es gibt zwei Türen. Ah, mein Kurs hat sich auch aktualisiert. Da ist ein Bild. Oh. Oh. Noch nicht. Bin dabei. What? Hat er gerade versucht zu kacken? Weiß nicht, wo bist du? Ich bin ein bisschen weiter gekommen. Bist du links oder rechts? Oh, Bild. What the fuck? Was zum Lesen gefunden? Nimm doch das Ding in die Hand und leg's nicht zurück. Eine Karte. Oh. Oh. Das Schiff kam vom Kurs ab. Extreme Bewölkung. Sie hatten keine Ahnung, wo sie waren. Okay. Gut. Oh Gott. Bevor wir jetzt hier weitergehen, wollen wir uns die Türen mal angucken? Ich glaube ja. Also nochmal zurück zu Brad.
Editor habe ich schon probiert. Okay. Ich schaff mal keine Tür. Bringt nix. Okay. Hey Brad, willst du nicht mitkommen, statt da in der Ecke doof rumzustehen? Kommt ihr? Gott, hast du mich erschrocken. Ah, Funk. Ja, Zettel warte. Für dich. Ja, warte. Bevor du was anklickst, eins nach dem anderen. Gute Idee. Ich glaube, das waren wirklich seine letzten Worte. Diese armen Menschen. Okay. Seht mal hier. Wow. Ich dachte, man muss es anklicken. Nicht nein. Zu in die Nähe laufen. Das Ding funktioniert echt noch. Hier, lasst mich mal. Ja, es geht! Fragen wir nach Hilfe. Hey, hi, ist da jemand? Hallo? Empfangen. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Okay, also wir... Schiff. Ein riesiges, uraltes Schiff. Unsere Position 12 Grad und 30 Minuten Süd. 151 Grad, 20 Minuten West. Bitte, holen Sie uns schleunigst hier raus. Wiederholen. Wir sind auf einem alten Frachter. Mehr habe ich nicht. Bitte, kann uns irgendjemand da draußen hören? Bitte, komm! Verdammter Mist! Hey! Seht mal hier! Wow! Hey, schau mal! Vielleicht können wir da unten irgendwo den Strom wieder zum Laufen bringen. Wir brauchen Strom für das Funkgerät. Jemand sollte hier beim Funkgerät warten. Ich gehe, natürlich. Ich schaff das. Ich sollte runtergehen. Hey, kleiner Bro. Was gibt's? Ich glaube, ich sollte dich befördern. Wie klingt Medium, Bro? Was soll denn... Wovon redest du? Du hast dich bewiesen. Und das voll in der Schusslinie. Der Vergleich hinkt mächtig. Nicht, wenn die Metapher der Knaller ist. Bin beeindruckt. Ehrlich. Und was meinst du? Ich mach das. Ich verliere dich nicht an dieses Dreckschiff. Ich komme mit. Hey, was? Julian, nein. Von mir aus geht. Beide. Viel Spaß. Okay, Bro. Bist du bereit? Okay. Du und ich, Bro. Alles klar? Irgendwas gebrochen? Seid ihr okay? Mir geht's gut. Was machen wir jetzt? Thank you.